Gut, wenn man nicht nur eine Stippvisite macht, sondern ein wenig länger bleibt. So wollen auch wir es an diesem Sonntag halten, nachdem wir letzten Sonntag schon in Korinth eine Stippvisite gemacht haben. Wir wollen uns dort noch ein wenig umsehen, weil wir ja die Worte des Paulus hören, die an diese Gemeinde gerichtet sind. Seht auf eure Berufung. Das ruft Paulus dieser Gemeinde gleich im ersten Kapitel zu. Seht auf eure Berufung. Was heißt das eigentlich? Wenn wir von Berufung sprechen, dann war das zumindest früher, sagen wir mal bis vor vielleicht 20 Jahren noch so, dass man innerkirchlich Berufung als etwas Besonderes verstanden hat, meinte Berufung zum geistlichen Dienst. Das hat sich inzwischen, wie sollen wir das nennen, demokratisiert. Jetzt in den Gebetsempfehlungen für das Jahr 2017 spricht man dann schon von der Berufung zum Organisten oder der Berufung zur Pfarrsekretärin. Nach dem Motto, von der anderen Sorte gibt es nicht mehr genug, also weiten wir das Berufsfeld ein bisschen aus. Aber wir selber nutzen dieses Wort ja in einem sehr allgemeinen Sinn. Man fühlt sich berufen, von mir aus auf Facebook einen Kommentar zu schreiben. Da sprechen wir auch schon von Berufung. Das alles ist nicht gemeint, wenn Paulus von Berufung spricht. Wir müssen ein wenig die Worte auf uns wirken lassen. Kaleo heißt im Griechischen rufen. Und das Wort Kirche ist genau von diesem Wort abgeleitet. Das sind die Gerufenen, Kaleo und Ekklesia, das kennen wir noch als lateinisches Fremdwort. Wenn Paulus also sagt, seht auf eure Berufung, dann sagt er so etwas in der Art, seht auf euch, die ihr eingeladen seid, die ihr genau zu dieser Gemeinschaft in Christus gerufen, eingeladen seid. Er will ja etwas erklären. Er hat vorher vom Kreuz gesprochen. Und zuvor, das haben wir letzten Sonntag gehört und bedacht, dass es immer solche Gruppierungen und Parteiungen gibt und die einen wollen Recht haben und die anderen sind noch superchristlicher als die anderen. Deshalb sagt, es hilft nicht, sich in Parteiungen zu teilen, denn Christus ist nicht zerteilt. Aber wie schafft denn Christus eine Einheit unterschiedlicher Menschen, die sich eben nicht selber ausgesucht haben? Es ist so wichtig, dass wir diesen Gedanken folgen, weil sich so viele Missverständnisse aufklären lassen. Wir hören das so oft, ich gehe in die Gemeinde, weil da meine Leute sind. Das ist im christlichen Sinn verstanden richtig. Meine Leute heißt, die sind auch getauft. Sie gehören auch zu Christus. Falsch verstanden heißt das, das sind die, die genauso denken wie ich, die die gleiche Meinung haben, die über die gleiche Gruppe in der Kirche schimpfen oder sich von denen absondern, sich vielleicht für was Besseres halten oder sonst etwas. Das ist nicht gemeint. Und das ist nicht christliche Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder. Denkt an eure, seht auf eure Berufung. Und dann geht Paulus weiter. Die Korinther verstehen das sofort. Guckt doch mal rechts und links, wer denn da eingeladen ist. Und jetzt dürfen sie selber entscheiden, ob das auch für sie zutrifft. Da sind gar nicht so viele Weise im irdischen Sinn, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte in der Welt hat Gott erwählt. Also die Korinther schauen sich an, und wir haben das am letzten Sonntag schon gehört, sie sehen Sklaven. Gut, sie sehen auch einen, dem das Haus gehört, in dem sie sich treffen, den Stephanus. Oder sie sehen einen Sosthenes, den Synagogenvorsteher. Das ist auch kein Hergelaufener, aber es gibt auch viele Hergelaufene dort. Seht euch das an, wen Gott ruft. Und damit ich sie Paulus ganz in der Spur, die wir im Evangelium hörten, wen preist denn Jesus da selig? Die Armen im Geiste, wenn man es wörtlich übersetzt. Die Trauernden. Die sich nicht wehren, sondern auf Gewalt verzichten. Diejenigen, die
töricht genug sind, zu denken, dass man vielleicht unter Menschen noch Frieden herstellen kann, dass man sie für den Frieden gewinnen kann. All die preist Jesus selig. Und nicht die, die am Drücker sitzen, die es voll drauf haben, die den Durchblick haben und die es dann auch durchsetzen können. Wir sind umgeben von solchen Menschen, liebe Schwestern und Brüder. Wir brauchen ja heute schon, wenn wir eine Kartoffel betrachten, sehen wir eine Fernsehsendung mit drei verschiedenen Experten, die uns etwas zum Wesen der Kartoffel und zu ihrem Ernährungswert und zu sonst was erzählen. Wir leben in einer Expertengesellschaft und wer nicht etwas Besonderes zu sagen hat, ist doch abgeschrieben. Und wir sind solche, die nichts zu sagen haben. Wir gehen immer noch in die Kirche. Wir glauben an einen, den man am Kreuz aufgehängt hat. Wir glauben an ein Leben nach dem Tod. Wir glauben, dass wir selber auferstehen werden. Wir glauben, dass es Gerechtigkeit gibt in dieser Welt, die Gott herstellt, niemand anderer. Ja, das ist doch von vorgestern, oder? Wenn das nicht töricht ist. Aber Paulus ruft es den Korinthern und uns in Erinnerung. Dadurch, dass Gott in dieser Welt ein Exempel statuiert hat, an sich selber, an Jesus, seinem geliebten Sohn. Das ist kein Triumphzug durch diese Welt. Wenn wir am Donnerstag, den 40. Tag nach Weihnachten feiern, dann wissen wir, wie dieser Triumphzug begonnen hat. In einem Stall, in einer Höhle, in einer Futterkrippe. Und wo er endet? Draußen vor der Stadt, bei den Verbrechern. Das ist der Triumphzug Gottes in dieser Welt, liebe Schwestern und Brüder. Und ich habe den Eindruck, wir tun uns immer noch so schwer, diese Maßstäbe, die Gott setzt, indem er das Kreuz, indem er Christus in diese Welt hineinrammt und niemand an ihm vorbeikommen wird, niemand, ob er an ihn glaubt oder nicht. Wir wissen das. Die Frage ist, ob wir daran glauben, ob wir uns so verhalten, dass wir uns immer noch so schwer tun, diese Maßstäbe zu übernehmen. Noch einmal denken wir an all das Lamentieren, das wir auch innerkirchlich jetzt haben, auch darüber, dass wir so wenige sind. Seht auf eure Berufung. Seht doch auf die, die gerufen sind. Auch wenn das eine törichte kleine Gruppe erscheint, die überhaupt nichts ausrichtet, wie schwer fällt es uns als Kirche, da wir aus Zeiten noch kommen und manche sich noch an Zeiten erinnern können, wo die Kirche noch in der Gesellschaft eine Bedeutung hatte. Wenn ein Bischof gehustet hat, dann sind die in der Hauptstadt erschrocken. Liebe Schwestern und Brüder, diese Zeiten sind wirklich vorbei. Diese Züge sind alle abgefahren ins Nirgendwo hin. Und trotzdem, wie wir sozusagen noch diesen Zügen nachlaufen und sagen, wenigstens ein bisschen noch. Das Törichte in der Welt hat Gott erwählt. Seht doch auf eure Berufung, seht doch auf die, die eingeladen sind. Unser Blick geht im Moment ganz fern wohin, auf alle, die vielleicht gar nicht eingeladen sind. Das hat Gott in seinem Ratschluss verborgen, wen er ruft. Und die Frage geht an mich, verstehe ich mich selber so, dass ich gerufen und eingeladen bin? Oder erkläre ich mein Christsein und meine Taufe so, ja, die Generation, das hat man halt damals so gemacht, dann haben sie mich halt auch zur Kirche geschlört und dann wurde ich ja auch getauft und bin ich ja irgendwie so damit groß geworden, da hatte ich meinen Kontakt verloren, dann ist jetzt wieder doch, ach, ist doch irgendwie ganz schön. Ist das alles? Seht auf eure Berufung. Das heißt, er will mich hier. Er will mich in dieser Gemeinschaft. Er will, dass ich Christ bin, jetzt in dieser Gesellschaft, jetzt in dieser Zeit. Jetzt unter diesen Umständen. Er will es. Seht auf eure Berufung. Und wir können uns nicht vorbeistehlen, indem das, wie das einige kirchliche Gruppen tun, ins 19. Jahrhundert träumen. Nein, da werden wir dem Ruf Gottes nicht gerecht. Es gilt jetzt, für heute, unter diesen Umständen, unter diesen Schwierigkeiten. Seht auf eure Berufung. Nicht eine Wirklichkeit sich zu erträumen. Das haben die in Korinth auch gerne gemacht. Dann haben sie sich so einen anderen Apostel eingeladen. Der konnte gut reden. Apollos. Paulus nennt den. Da waren sie dann alle ganz angetan. Und dann haben sie geträumt, das ist dann ihre Kirche.
Und spätestens, wenn sie sich nächste Woche drauf beim Wickel hatten und sich die Haare fast ausgerissen haben, dann haben sie gesagt, ja, der hat zwar schön gesprochen, aber wir zanken uns immer noch. Seht auf eure Berufung, tiefer zu sehen. Warum glauben wir? Und warum meint Gott, dass er mit mir etwas anfangen kann, jetzt hier in dieser Zeit, in dieser Kirche, zu diesem Augenblick der Geschichte, mit all den schwierigen Umständen, die wir gar nicht mehr recht überschauen und geschweige denn richtig einordnen können. Seht auf eure Berufung, meint, dass wir selber verstehen, was es heißt, Christ zu sein. Dass Gott das Törichte und uns Törichte ruft und einlädt. Weil Gott glaubt, damit etwas anfangen zu können in dieser Welt. Weil er mit uns von sich selber Zeugnis geben will. Von denen, die Jesus selig preist. Von denen, mit denen, die Paulus Gerufene und Eingeladene nennt. Weil genau mit denen will Gott sein Heil wirken in dieser verqueren Welt, die sich so weise und klug und mächtig hält. Und Gott hat es in Jesus lange umgedreht. Ob wir es verstehen lernen? Jeder Tag ist ein neues Geschenk, dass wir diese neue Ordnung, die neue Werteordnung, die ganz auf dem Kopf steht, nach den Maßstäben dieser Welt, dass wir uns in diese Werteordnung einüben. Die Kirche ist nicht dazu da, die Hierarchien dieser Welt abzubilden, sondern das Umgekehrte zu leben. Wie Paulus es sagt, das Törichte in der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Das Schwache in der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Das Niedrige, das, was nichts ist und was nichts gilt, um das, was etwas ist, zu vernichten.